Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelcoil. Heute bei Kai und seiner 2 Kubik Inhalterung und die schauen wir uns nun im Detail an. Viel Spaß dabei! Da werden wir zur Detailansicht. Wir haben ein 1,6 Kubik Becken und 2x300 Liter Filterbehälter. Einmal mit Bürste, einmal mit Helix. Gucken wir uns gleich im Detail an. Es wird in Schwerkraft gefiltert. Voll isoliert. Mit einem 1 kW Durchlaufheizer, der gereicht hat, um die Temperatur im Becken den ganzen Winter bei 24 Grad zu halten. Wir haben einen topfitten Bestand von Konishi, Crisphytoris und Marosai. Wir haben sehr schönes Wasser. Fische, die sofort ans Futter gehen. Wir haben einen permanenten Überlauf und einmal morgens, einmal abends eine Frischwasserzufuhr von insgesamt 15% täglich. Und das sieht man im Wasser auch an. Sehr schönes, klares Wasser. Keine Trübung. Ein wunderschöner Glanz. So wie es sein sollte. Und so wie es Spaß macht. Kommen wir nun zum Filter. Und dazu sage ich bis gleich. Hier nun der Filterblock. Voll isolierter Filter. Willkommen in Schwerkraft. In den 110 in eine 300 Liter Tonne mit Genesis Bürsten. Die Bürsten sind richtig schön besiedelt und eingefahren. Einzig allein die Tauchhufer C sollte noch in den Rücklauf integriert werden. Man kann ja noch eine Breihe Bürsten mehr in den Filter packen und schädigt die Biologie an dieser Stelle nicht. Dann geht es mit 110 in die Biokammer. Und eine Moving Bed Kammer mit ca. 300 Liter Helix, sehr schön besiedelt. Und unten zieht eine Pumpe an und pumpt es zurück ins Becken. Alles gut isoliert. Der 1 kW Heizer hat, wie gesagt, gereicht, um das Becken bei 24 Grad zu halten. Wir haben eine sehr schöne Beleuchtung, eine Flexbeam von LED Aquaristik mit 75 Watt, die wir, wie ihr seht, hervorragendes Licht produziert und die Farben auch gerade des Yamabukis über Monate den ganzen Winter ohne Abstriche erhalten hat. Gucken wir uns nun gleich die Wasserwerte an und schauen, ob die genauso gut passen, wie es hier den Anschein hat. Seine Fische sind immer noch am Fressen. Er füttert aktuell 160 Gramm. Schauen wir uns gleich an, ob der Filter diese 160 Gramm noch packt. Und dazu sage ich bis gleich. So, da wären wir bei den Wasserwerten. Und da haben wir schon mal einen alarmierenden Wert. Der Sauerstoff liegt bei 6 Milligramm, was deutlich zu wenig ist, da noch die Hälfte der Fütterung erst vorbei ist heute. Das heißt, wir werden unter 6 Milligramm sogar deutlich rutschen am Ende des Tages, was zu wenig ist. Temperatur liegt bei 22,5, pH bei 7,8, das ist in Ordnung. Nitrit ist bei kleiner 0,1 und Ammonium nicht nachweisbar. Das heißt, als erste Sofortmaßnahme stellen wir heute mal die Fütterung ein. Man sieht es den Fischen in keinster Weise an, dass der Sauerstoff so knapp ist. Das heißt, jetzt schrittweise jeden Tag die Temperatur um 1 Grad runter, damit wir irgendwo bei 19, 20 Grad sind. Und die Futtermenge halbieren, damit wir den Sauerstoff auf diesem Wege wieder in ein annehmbares Maß bringen. Ja, über eine Überraschung hier. Hätte man den Fischen nicht angesehen, hätte ich nicht gedacht, so aktiv und fit, wie sie hier rumschwimmen. Aber da sieht man mal, wenn das über Monate geht und die Fische langsam mitwachsen, größer werden, kann ein Koi doch ganz schön viel problemlos wegchecken. Soll aber nicht sein, deswegen wird Kai jetzt reagieren und die Fütterung und die Temperatur anpassen, um bis Mai noch auf annehmbarem Maß zu fahren. Wenn euch der Blog gefallen hat, lasst ein Follow und ein Like da. Wenn auch ihr euren Teich im Blog sehen wollt, dann lasst es mich wissen unter Wimme mit oe-koi@gmx.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis denn.